Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Hollow Knight. Beziehungsweise Hollow Knight, der Sneak Peek. Ja, in einer kleinen Preview. Ihr seht das auch schon rechts, so ein Humble Bundle. Das habe ich heute bekommen bei Humble Monthly. Und ich habe mir gedacht, hey, es ist noch nicht draußen, du spielst es an. Und das mache ich jetzt gerade. Und ich weiß überhaupt gar nicht, was auf uns zukommt. Ich habe so ein paar Screenshots gesehen und finde den Stil, den grafischen Stil, wunderschön. Erinnert mich so ein bisschen an Don't Starve. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir steigen mal einfach ein. So, die Pfeilchen. Alles klar. Ein Menü, das wir nicht sehen, nicht lesen können. Ich tippe mal, ganz oben haben wir ein neues Spiel und ganz unten beenden. So, hier können wir es auf jeden Fall lesen. So, New Game. Adjust slider until the frames touch the edges of the screen. Ach ja, alles klar, wir können jetzt einfach die Bildschirmgröße anpassen. Trotzdem sollten wir vielleicht, ich versuche das mal. Ja, das ist alles gut, alles gut, alles gut. Ob es da nicht vielleicht schon... siehst du? Der Controller ist wahrscheinlich doch nicht. Wollen wir mal gucken, ob es nicht zufällig... einen deutschen Untertitel gibt oder sowas. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie Story hat. Also, gesprochene Story. Zack, 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 ne? Also, neues Spiel wahrscheinlich. Zack, sind 3 Punkte. Dann haben wir hier Optionen. Ja, okay, gut, nee. Wir nehmen einfach das neue Spiel. Und das passt auch. Ja, natürlich. Ach, das ist doch gut. So, und los geht's. Wir haben 4 Alienköpfe links oben. Was können wir? Wir können nach unten gucken, nach oben gucken. Wir können springen mit A. Wir können zuschlagen mit X. Okay, wow, okay. So, und... Ach, das ist ja schön, das hier die Anwendung. Okay, das gefällt mir, das finde ich gut. Mit dem rechten Stick können wir uns richtig umsehen. Okay, wir können hier die Pflanzen, warum auch immer. Ha, ein Versteck gefunden. Schön. Okay, die Teile müssen wir einsammeln. Links oben sehen wir es, 15. Der Text am Anfang übrigens, ja, den habe ich... ich kann jetzt nicht sagen, ich habe mit Absicht nicht übersetzt. Es war so viel, das war einfach es war ja Prosa, es war ein jüdischer Text, das war kein... banaler Text, sage ich jetzt mal, ja. Den hätte ich niemals vom Blatt einfach so übersetzen können.
und schon gar nicht so, dass es das wiedergibt, was er bedeutet hat. Da muss ich euch um Verständnis bitten. Am besten ist es da, denke ich mal, zu pausieren und sich das nochmal durchzulesen. Das werde ich wahrscheinlich auch machen, weil ich da nicht drauf vorbereitet war. Dürfen wir da rein? Ja. Moment mal, das Leuchten ist doch neu. Oder? Oder habe ich das davor einfach nicht gemerkt, dass wir da so krass leuchten? Na komm, du kleiner Ritter. Sollen wir die Teile auch kaputt machen? Also wirklich, Story-Ding war jetzt nicht so direkt, ne? Ich denke mal, dass das Intro auch noch nicht das Intro war. Das ist dann letzten Endes, wird man jetzt so ein bisschen an der Videoqualität gemerkt, dass es nicht so wirklich perfekt gewesen ist. Ah, geht's hier noch nach oben vielleicht? Nee. Haben wir eine Möglichkeit irgendwie aufzuladen oder so? Nee, habe ich. Und mit den anderen Tasten können wir auch nichts machen. Nee, okay. Oh. Okay. Sobald ich aufhöre, nach rechts zu drücken mit dem Stick, bewegt er sich auch nicht nach rechts. Also das ist wirklich eine 1:1 Übersetzung des Controllers. Es bringt also nichts, da so ein bisschen zu hüpfen und darauf zu hoffen, dass es weitergeht. Das hört dann einfach auf. Ah, okay, wir können inspizieren und damit können wir interagieren, indem wir nach oben drücken. Das machen wir gleich. Okay, das machen wir jetzt. Oh, higher beings, these words are for you alone. Ihr höheren Geschöpfe, diese Worte sind nur für euch allein. Eure großartige Stärke markiert euch oder lässt euch, markiert euch unter uns, sagen wir es mal einfach so. Fokussiere deine Seele und du solltest Dinge erreichen, die von den anderen nur träumen können. Feeds weiß ich jetzt leider gerade nicht. So, wir können Seele einsammeln, indem wir Feinde schlagen. Sobald wir genug Seele haben, können wir B halten, um Seele zu fokussieren und zu heilen. Okay. Links oben sehen wir die Seele. Mhm. Und das ist jetzt einfach nochmal dieselbe Information. Gut. Mhm. Okay, okay. Na komm, dann zeig mal. Seelemäßig. Und was können wir dann heilen? Heilen wir uns dann... Weil jetzt im Moment wüsste ich gar nicht, ob wir zu wenig Energie haben oder so. Also so, dass wir uns heilen müssen. Ups. Na, komm. Hup. Hup. Wir müssen dann natürlich rechts weiter. Und nicht hier, wo wir jetzt gerade sind, aber... Gott. Das nehmen wir natürlich alles mit. Ups, nee. Da muss ich damit fertig werden, dass man da... Jetzt hier? Nee. Gut, das ist auch... Plattformer üblich keinen Fallschaden gibt. Wow, wow, wow. So, mal, das probieren wir jetzt aus. Aha. Aber waren wir denn irgendwie... Ja, jetzt haben wir das Zeug verbraucht. Ja, es war vielleicht nicht vernünftig. Weil es wohl... Ja, wir sollten dazu vielleicht wirklich irgendwie geschädigt sein. Um zu heilen. Das hat jetzt nichts gebracht, weil wir ja gar nicht wirklich irgendwie kaputt waren. Oder habe ich das einfach nicht... Nee. Das hätten wir schon gesehen. So, ich gehe jetzt aber erstmal nur nach links, bevor es nach rechts weitergeht. Warum hauen wir denn alles kaputt? Überhaupt. Wow, alles. Wir hauen ja... Wow. Wow, okay, was ist das? Wir haben da jetzt zwei so neue Alienköpfe dazu bekommen. Heißt das, dass wir jetzt mehr Energie haben? Ist das unsere Energie? Ist das das, was dann weniger wird?
Also wir sind da weniger Köpfe, wenn wir weniger Energie haben, wenn uns geschadet wurde, sage ich jetzt mal. Wow, nein, nein. Oh Gott, ich dachte schon, wir sind da in diese Stacheln reingefallen. Wow. Okay. Okidorki. Was ist denn das eigentlich? Okay. Ist das nicht irgendwie ein Zitat von irgendwas? Oh. Mhm. Inspizieren wir gleich. Ihr hören Geschöpfe, diese Worte sind nur für dich allein. Oder nur für euch allein. Jenseits dieses Punktes betretet ihr das Land des Königs und des Erschaffers. Tretet jenseits oder tretet weiter über dieses Dingens da und befolgt unsere Gesetze. Seid Zeuge des letzten und einzigen Zivilisation des ewigen Königreiches. Hollow Nest oder Hello Nest. Hollow Nest. Okay. Ist das hier dieses Siegeldingenskirchen? Und es geht jetzt hier also nach Hollow Nest. Müssen wir das Tal kaputt hauen tatsächlich. Oiki, oiki, oik. Mhm. Und das ist alles noch sehr geheimnisvoll. Ne? Wir wissen so ziemlich nichts. Storymäßig. So gar nichts. Es ist sehr, sehr verschlossen noch alles. Hübsch. Hübsch ist auf jeden Fall. Aha, Dirtmouth, the fading town. Also die verblassende Stadt. Drecksmund. Oh. Listen, wir sollen ihm zuhören. Hallo Reisender, ich fürchte, es gibt nur mich, der übrig blieb, um ein Willkommen anzubieten oder um euch willkommen zu heißen. Unsere Stadt fiel leise, wie du siehst. Elderbug, ist also ein ältesten Käfer. Die anderen Einwohner sind alle verschwunden. Und zwar einer nach dem anderen in die, in die Kavernen unterhalb. Used to be a great kingdom beneath our town. Und dort unterhalb unserer Stadt war ein großartiges Königreich, das schon längst zur Ruine zerfallen ist und immer noch die Völker in seine Tiefen zieht. Reichtum, Ehre, Erleuchtung, diese Dunkelheit scheint allen das zu versprechen. Alle Dinge zu versprechen. Und diese Dunkelheit scheint alle Dinge zu versprechen. Ich bin sicher, du wirst deine Träume dort unten suchen. Aber sei vorsichtig. Es ist eine kranke Luft, das den Platz oder das den Ort füllt. Kreaturen werden verrückt und Reisende werden ausgeraubt oder werden ihrer Erinnerungen beraubt. Schön. Vielleicht sind Träume nicht so großartige Dinge im Großen und Ganzen. Oh. Hübsch. Das ist doch voll schön. So. Ich und der ganze Rest. Rest in Peace. Inspizieren machen wir gleich. Machen wir sofort. Es ist also die Stadt, die ganzen Käfer, ja, die sind irgendwie nach unten. Irgendwelche Kavernen ziehen sie an. Das war mal dort ein Königreich, das mit seiner Dunkelheit aber jetzt irgendwie alle verschlingt. Und irgendwie verspricht, was es nicht halten kann. Okay, für alle unsere so... okay, Iselda und Conifer ist wohl ein Laden, wo wir uns dann ausrüsten können. Eröffnen bald.
denn bald vielleicht auch in der Vollversion des Spiels, wer weiß. Oh. Jetzt habe ich da jetzt nicht drauf geachtet, bin dann direkt runtergefallen. Die vergessenen Kreuzungen. Und wir können alles immer kaputt hauen. Warum? Warum ist das so wichtig? Das muss ja schon irgendwie einen Grund haben, ne, warum man echt alles kaputt hauen kann. Wir haben auch bald genug Seele wieder. Ah, okay. Hier geht's nach links weiter. Na komm, du Fliege. Du bist doch eine Fliege. Komm. Ups. So. Ah, doch nicht. Ich hätte gedacht, dass wir uns an so einem Seil festhalten können. Hopp. Aber können wir gar nicht. Ich traue mich ehrlich gesagt auch nicht weiterzugehen, weil ich nicht weiß, ob wir nicht da hinten schon was übersehen oder halt, ausgelassen haben, besser gesagt. Übersehen natürlich nicht. Gesehen habe ich da ja schon. Aha, das ist also alles wieder so, wie es davor gewesen ist. Baut sich wieder auf. Und das meinte ich, ne? Ich habe ja davor gleich gesehen, dass es hier weitergeht nach rechts. Das möchte ich alles natürlich nicht übersehen oder irgendwie was verpassen. Gucken wir mal, vielleicht ist es ja auch so ein wiederkehrendes Teil. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir lang genug in die eine Richtung laufen, dass sich das dann irgendwann wieder wiederholt. Aber wir gehen erstmal nach rechts. Ja, und ich hau ihr wirklich alles kaputt, weil es geht, erstens. Oh, 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 was ist das denn? Aha, hier können wir schon mal rein. Erstens, was geht? Zweitens, weil vielleicht ja irgendwo was versteckt ist auch. So, wir treten ein. Das, der Tempel des schwarzen Eis. The Temple of the Black Egg. Okay, bist du Freund oder bist du Feind? Wir hören zu. Na, Minobis. Oh, Minobis. Okay, schön, wie die sprechen. Hallo. Wie schön, einen anderen Reisenden zu treffen auf diesen vergessenen Straßen. Du bist ein Kurzer, aber du siehst stark aus. Oder du hast eine gute Ausstrahlung eigentlich, so sowas in der Richtung. Ich bin Quirrell. Ich habe etwas... ich habe eine Obsession mit Uncharted Places. Ich weiß jetzt echt nicht, was Uncharted heißt. Sorry. Dieses alte Königreich hält viele faszinierende Mysterien. Und eine der most intriguing. Intrigue. Weiß ich jetzt nicht. Ist eine right before us. Also sag mal, die krasseste von allen steht genau vor uns. Ein großes Steinei liegt im Körper eines alten Königreichs. Und dieses Ei, ist es warm? Es gibt auf jeden Fall... okay. Es strömt eine einzigartige Luft aus, auf jeden Fall. Kann es geöffnet werden? Es gibt dort überall seltsame Markierungen oder seltsame Zeichen. Ich mag Mysterien so sehr. Und wer weiß... welche anderen Wunder noch tiefer unter uns liegen. Mhm. Kaputt machen können wir es nicht. Das Ei. Mhm. Ist das vielleicht ein Rätsel? Das wir jetzt noch nicht lösen können. Wir gehen weiter. Wir werden das bestimmt noch rausfinden. Und wir machen weiterhin alles kaputt. Wow. Wow. Tut mir leid, Käfer. Die sind eigentlich süß. Die sind voll niedlich gemacht, die Käfer. Und
Und der sieht eigentlich traurig aus. Der sieht eigentlich gar nicht so aus, als würde der uns unbedingt wehtun wollen. Außerdem ist hier doch alles am Arsch, die... Oh. Das ist ja gemein. Du bist ein Mistkäfer. Also, nicht weil du scheiße bist, sondern du bist so ein Mistkäfer. Oder? Die haben doch so ein Horn. Oder auch zwei Hörner natürlich. Die machen dann diese Kügelchen da, diese Mistkügelchen. Und wir graben uns hier immer weiter und tiefer rein. Und ich weiß nicht, ob wir... Bist du auch ein Gemeiner? Nein! Oh. Ach du Scheiße. Was? Oh nein. Hier. Und hier ist immer noch zu? Ja, hier ist immer noch zu. Dann schauen wir aber mal, ob wir nicht hier... Ja, haha, siehst du? Dann gucken wir uns hier um. Wow, das ist schon ziemlich bedrohlich hier. Ah, da brauchen wir bestimmt irgendwie einen Schlüssel oder sowas. Mhm, eine Steintür mit einem einfachen Schloss. Werden wir brauchen. Wir werden so ein Schloss brauchen. Und hier müssen wir wirklich rein. Okay, okay, nee, wir können nicht. Das sind sie wieder, die Vergessenen. Die vergessenen Kreuzungen. Sollen wir uns denn wieder an diesen Boss, sage ich jetzt mal, wagen? Vielleicht sind wir noch nicht stark genug. Vielleicht fehlt uns da was. Und links oben das Teil, das ist doch so zerbrochen. Also unser Seelentank. Der ist doch, der ist doch nicht... Der war doch mal ganz, kann das sein? So, den hören... Oh, er sagt diesmal was anderes. So lange drawn, als festgehalten, fühlte ich mich hier festgehalten. So viele Geschichten, volle Wunder und Horror. Oh, no, oh. Voll von Wundern und Horror. Nicht länger könnte ich widerstehen. Ich hatte... Ich musste es selbst sehen. Und was für eine Zeit ich auswählte, um zu reisen. Diese tote Welt ist zum Leben erweckt. Mhm, diese Kreaturen sind right up, weiß ich nicht, aufgestellt. Und die Erde bebt, die Luft ist dick. Ich wundere mich... was das alles soll. So. Warum sagt er immer was anderes? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was wir auf jeden Fall jetzt nicht machen können, denke ich mal, diesen Boss bekämpfen, solange wir nicht irgendwie die Seele voll haben. Ach du Scheiße. Halleluja. So, schauen wir mal. Ja, ist so. Ja, alles klar. Das füllt uns wieder auf. Zack. Ja, sehr gut. Und hier kommt er schon. Nee, da war nochmal... Oben, oben ist das Vieh. Da ist unser Geist. Nein, der tut uns weh. Alter. What the fuck? Alter Schwede. Der ist doch voll gemein. Oh nein. Boah, das zieht uns ja voll viel Energie ab auf einmal.
Scheiße. Ach, und das Ding links oben war zerbrochen, weil wir... Den müssen wir jetzt bestimmt neu machen. Ja, das... Ne, da traue ich mich jetzt echt nicht. Das machen wir. Das machen wir dann noch. Wir gucken uns erstmal noch um. Das zerbrochene Ding war links oben wahrscheinlich deswegen zerbrochen, weil wir unseren Geist noch nicht wieder eingesammelt hatten. Wir waren halt noch nicht vollständig, sozusagen. Oder nicht mehr vollständig. Was bist du? Oh, wie süß. Die Dinger bringen uns auch alle nichts. Oh nein, nein. Aber ich will da gar nicht unbedingt da hin. Geht's da weiter? Nee. Hier geht's weiter bestimmt. Nein. Nee, wir gehen da jetzt erstmal runter. Das ist eine riesige Welt und boah. Okay, ich kann hier nicht stoppen. Nicht, dass er denkt, irgendwie, ich stoppe hier nicht. Das funktioniert nicht. Der macht hier seinen Weg. Und dann ist auch schon Ende. Bist du nett? Ja, cool. Oh, der, er singt, ja. Oh, vergrabe meine Mutter, pale, blass und, boah, slight. Also, tot auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Vergrabe meinen Vater mit seinen Augen fest verschlossen. Vergrabe meine Schwestern two by two, also alle zwei, so wie ich es verstehe. Und dann, wenn du fertig bist, vergrabe mich auch. Das bury me too. Das reimt sich auf Englisch schön. Oh, was sagst du denn? Haha, kennst du diesen schon? Es ist eins meiner Lieblingslieder. Wie? We can sing. Ah, wir können auch etwas anderes singen, wenn du möchtest. Du fängst an zu singen und ich setze dann ein. Ich wette, du hast eine wunderschöne Singstimme. Also, warum bist du hier unten? Ah, wenn du hergekommen bist, um reich zu werden, dann sieh dich um. Ah, diese Minen bersten vor Reichtümern. Es gibt eine Menge für jeden. Nimm dir eine Hacke und mach mit. Haha. Mhm. Mhm. Es gibt hier irgendwie auch so wahnsinnig viel zu sehen. Es ist irgendwie, es geht immer irgendwie weiter und weiter und weiter. Wisst ihr, was ich meine? Und ohne, dass wir irgendwie was lösen oder was schaffen oder irgendwo gefühlt weiterkommen, geht es einfach trotzdem immer weiter und weiter und weiter. Ja, und immer tiefer weiter, tiefer rein in die Welt hinein und so. Da waren wir noch nicht. Nee, waren wir noch nicht. Gott. Bin schon tot gesehen. Na komm. So. Oh, du bist so ein Gemeiner. Das ist ganz gut. Brauchen wir nämlich gerade. Dafür ein bisschen Köpfchen. Wir haben fast keine Energie mehr. Ah, mal noch einer. Bist du auch gemein? Du bist auch gemein. Du siehst doch so nett aus.
Sack. Und ich weiß, ich gehe da jetzt gleich zurück. Nein! Nein! Ich will den Seelenkopf links voll haben und aber auch die einzelnen Köpfchen voll haben. Und dann will ich noch fette Upgrades für unsere Waffe. Und eigentlich wollte ich gar nicht so weit gehen. Ja, komm, da gehen wir jetzt auch zurück. Die Feinde kommen doch eh wahrscheinlich jetzt nochmal wieder. Die spawnen jetzt nochmal neu, vermute ich. Oder? Nee, die Feinde nicht. Aber die ganzen Objekte sind wieder da. Dieser Teile haben wir. Für die können wir uns dann bestimmt... Ah, doch. Mancherorts sind sie wieder da. Wahrscheinlich, wenn wir lang genug nicht da waren. Das meinte ich hier nämlich. Ich weiß nicht, ob man da rein sollen. Okay. Boah. Wir kommen hier doch niemals wieder raus. Oh. Ja, besonders hier kommen wir niemals hier raus. Ah, wir können hier aber einfach hochspringen. Alles klar. Wir haben hier auf jeden Fall eine sehr geheimnisvolle Welt, in der ich nicht die geringste Ahnung habe, was zu tun ist. Außer sie jetzt im Moment zu erkunden und uns die Geschichten der anderen Käfer und Bewohner hier anzuhören. Die haben uns auch wirklich was zu erzählen. Das ist jetzt, ich möchte damit nicht sagen, dass ich es uninteressant finde. Aber es ist im Moment auf jeden Fall noch sehr, sehr geheimnisvoll. Vielleicht liegt es aber auch am daran, dass es ja nun eine Sneak Preview ist. Zack, dich auch. So, jetzt haben wir die Seelendinger voll. Na komm, wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Richtung. Und dann würde ich eigentlich gerne mit vollen Seelendinger da so ein bisschen gucken, ob wir nicht diesen Boss da hinten, da weiter rechts, wegkriegen können. Moment mal, das ist jetzt schon neu, ne? Ja. Hm. Die attackiert ja gar nicht. Höppa. Hoch genug. Die, oh, die schlägt auch gar nicht zurück. Oh. Okay, aber sie kostet uns Kraft, wenn sie uns erwischt. Das ist alles voller Entscheidungen. Links, rechts und jedes Mal ist was anderes. Also jedes Mal gibt es was anderes zu sehen. Und das hat sich bis jetzt noch nichts wiederholt. Also wir sind noch nirgends irgendwo im Kreis gelaufen und haben dasselbe, was wir schon mal irgendwo gesehen haben, nochmal gesehen. Was ziemlich abgefahren ist. Aber es sind die verlorenen Kreuzungen hier, ja. Lost Crossroads. Okay, da geht's nach oben.